Schuss, Kopfball, oh, vorbei. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde FIFA 16 Ultimate Team. Und ja, wir starten direkt. Das Team ist immer noch dasselbe wie in der letzten Folge. Da gab's nämlich mein BPL-Team. Jetzt mit ein bisschen weniger Fitness. Dafür hat der Innenverteidiger der Rechte auch wieder mehr Verträge, weil der hatte keinen mehr und da musste ich halt mal kurz zuschlagen. 11.800 Coins habe ich derzeit. Sprich, ein paar Spiele noch, dann kann ich auch endlich FUT Dwarf spielen. Und schauen wir mal, ob wir das heute noch hinkriegen. Ich denke schon, wir haben gerade mal 7:15, wo ich das hier aufnehme, am Samstag. Für euch ist jetzt schon Montag. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet, wenn ihr das Video seht. Hattet nicht zu lang Schule oder Arbeit oder was weiß ich. Und ja, schauen wir mal, was das Match hier jetzt bringt. Leiter der Partie, Matthew Missy oder so. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht das gegnerische Team angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Bojan. Rondon. Spontan würde ich sagen, spanische Liga, oder? Bin mir aber nicht sicher. Sigurdsson, wo spielt der derzeit? Barkley. Vielleicht auch BPL sogar. Ich weiß es nicht. Wohin spiele ich denn bei da? Ah, ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte zu dem. Ah, den kriege ich nicht. Ach, er passt gar nicht. Ich denke ganze Zeit, er passt. Und dann läuft er und läuft er und läuft er und schießt einfach. Eiskalt, der Junge. Halt noch mehr. Aber ich komme da auch weg. Ah, dann denke ich mir, der Pass wäre die bessere Variante. War es aber im Endeffekt gar nicht. Aber naja, so lernt man das halt, ne? Gucken wir mal, ob wir hier endlich mal ein Match gewinnen können. Wir haben 0-0-2 Stats in Liga 8. Das ist natürlich alles andere als gut. Das wollen wir jetzt aber ändern nach Möglichkeit. In der nächsten Partie kann ich auch mein Bundesliga-Team wieder spielen. Ich werde nicht ständig irgendwie Fitness nachwerfen müssen. Deswegen spiele ich immer abwechselnd. Weil dann kann ich die auf der Ersatzbank packen, dann kriegen die volle Fitness. Das ist alles ganz easy eigentlich. Und zwei Spiele hält eigentlich jeder Spieler aus und dann sind die aber auch wieder fit. So, jetzt habe ich den Ball hier. Er ist ziemlich offensiv eingestellt, habe ich so das Gefühl, aber dann fährt er kurz den Ellenbogen aus und drückt mich da eigentlich weg. Abseits? Ja, abseits. Hat der Schiri auch direkt gepfiffen, alles gut. So, zack, zack. Zack, der hat jetzt ein bisschen Platz, muss jetzt aber direkt wieder passen. Und Schuss! Oh, was eine Parade! Den hält er richtig gut, der Torwart. Wer ist denn da im Tor? Der sieht so ein bisschen aus wie Zieler, aber es ist nicht Zieler, glaube ich. Es ist Adrian, okay. Schuss! Oh, abgeblockt! Kopfball! Aber auch wieder gehalten. Oh, was ist denn hier los, Freunde? Geht das schon heiß her hier am Anfang direkt? Gott, was mache ich da? So, komm, komm, komm. Komm, du bist schneller. Schuss, abgeblockt. Und ich kann auch nicht nachsetzen. Schade. Manchmal kann man ja dann auch selber direkt nachsetzen. Das ist dann alles ganz gut. So, dahin erstmal. Dann dahin. Ah, der kommt nicht gut. Den spielt er gut raus. Ah, dann scheitert der, aber holt sich den Ball noch wieder. Alles gut. Ah, der war zu feste. Der war zu feste. Schade.
Ah, das war faul, ja. Könnte auch noch eine gelbe geben. Der Schiri geht auch hin, aber er mahnt nur. Sagt dann auch, ja, passt schon, lass stecken. Alles gut. Ich warte gerade eigentlich nur drauf, dass er nach oben passt. Zu dem, der da steht, aber er flankt. Oder schießt sogar. Okay, das war natürlich mit viel Selbstbewusstsein. Na, kommt er an? Ja, Zarate kriegt ihn. Kann jetzt flanken, aber da ist einfach keiner. Aber aus dem Hintergrund, oh nein. Schade. Oh komm, er kann mich doch hier nicht so nass machen. Dann flankt er, aber ich kann ihn klären. Oh, dann kommt er so. Gute Grätsche. Jetzt mal ein bisschen Platz hier. Durchstecken auf Fletcher. Ah, Fletcher kann den Ball erstmal behaupten. Flanke, Kopfballtor! Da ist das 1:0 in der 35. Spielminute. Fletcher setzt sich hier perfekt durch. Und dann die Nummer 20, Westwood. Westwood mit seinem Tor. Oh Gott, jetzt ist er aber wieder am Drücker. Im 16er aber abgefangen. Alles gut. Ich glaube, es war sogar Westwood, der den Ball abgefangen hat. Weiß ich aber gerade nicht. Gute Grätsche. Ah. Nein, jetzt kann er rauspassen. Aber alles gut. Oh nein, nicht alles gut. Der hat nochmal den Ball. Flanke. Jetzt ist alles gut. Ah, da fail ich mit diesem Pass hier. Aber dann spielt er seinen eigenen Mann an der Hacke an. Jetzt hier guter Pass raus auf Rangel. Weiter auf Fletcher. Fletcher konnte sich gerade schon mal durchsetzen, jetzt leider nicht. Ja, da war ich eigentlich dran, dachte ich, aber dann war ich doch nicht so wirklich dran. Nein, 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 nein! Oh, gehalten! Und auch keine Nachschusschance, das ist wichtig. Jetzt aber nochmal eine Chance, aber nein. Oder im Wingi ist auch dazwischen. Nice. Ah, das war abseits. Schade. Schade, schade, schade. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ich weiß nicht, wann die abgelaufen sind. Dürften eigentlich aber relativ schnell vorbei sein. Sodass jetzt eigentlich der Schlusspfiff kommen könnte, aber noch nicht. Noch läuft das Spiel. Noch läuft die Halbzeit. Das Spiel läuft ja noch ein bisschen länger. Er hat nochmal eine Chance. Schuss, Kopfball. Oh, vorbei. Glück gehabt, in der Nachspielzeit hier. Das Mega-Glück ausgepackt. Jetzt der weite Ball nach vorne. Nochmal ein Kopfball nach vorne. Aber der Schiri lässt weiterlaufen. Der Schiri will es hier wissen. Der will noch ein Tor sehen, hat man so das Gefühl. Aber dann abgefangen. Schiri lässt immer noch... Ah, ich dachte schon, wie lange waren denn jetzt 2 Minuten Nachspielzeit, Freunde? Aber hier seht ihr... Ich führe 1:0, mehr Torschüsse, sonst fast alles schlechter. 2 Kämpfe auch besser, 6 Zweikämpfe gewonnen, 1 nur verloren. Fletcher hat sich da auch prima durchgesetzt beim 1:0. Wo der dann auf Westwood geflankt hat. Perfekt gemacht. Für mich bisher Man of the Match auf Fletcher. Nicht Westwood, weil den muss man halt nur noch einschieben. Das kann jeder Spieler so ungefähr dieser Welt. Aber da sich so durchsetzen und so, das kann nicht jeder. Jetzt vielleicht wieder direkt. Long. Long auf dem Weg in den 16er. Ah, da rechnet er mit. Das hat er gut verteidigt. Das muss man ja auch mal sagen. Wenn der Gegner was gut macht, ne? Jetzt hat er es auch gut gemacht, aber mein Keeper ist zur Stelle. Und dann gibt es Elfmeter. Nein, es gibt keinen Elfmeter. Hätte mich nicht gewundert. Im FIFA ist das alles möglich, Freunde. Jetzt Odem Wingi hat Platz. Aber wird dann abgedrängt. Der Gegner gibt jetzt ein bisschen mehr Gas, habe ich so das Gefühl. Hat jetzt langsam ins Spiel gefunden. Ich stelle mal auf... Ja, nicht sehr defensiv, nur normal defensiv weiterhin. Sehr defensiv wäre fatal. Hätte das falsche Signal an die Mannschaft. Dass man das 1:0 ermauern würde und das wäre nicht gut. Ah, da kommt er nochmal ran.
Jetzt erstmal, ich dachte, der weite Ball nach vorne, aber der war dann doch nicht so weit. So. Ah, der kommt nicht durch. Wenn der durchkommt, ist er komplett ausgespielt, Freunde. Und wie gut er dann ausgespielt ist, das war nämlich richtig gut rausgespielt. So, jetzt hier wieder. Ah, da kommt der letzte. Der letzte Pass ist immer der fehlende. Das ist ein bisschen schade hier gerade. Schade hier gerade, das reimt sich. Ha. Jetzt vielleicht. Ah, der kommt an. Der kam auch aus dem Abseits, aber dann war es das leider. Schuss und ah, gehalten. Gehalten, gehalten, gehalten. Schade. Jetzt Ecke. Westwood wird ihn in die Mitte bringen. Aber da ist der Keeper zur Stelle. Nachschusschance. Pogonoli, aber auch da abgefangen. Noch eine Nachschusschance, oder? Nein, keine Nachschusschance. Aber jetzt habe ich den Ball wieder und spielen ins Aus, weil das ist einfach Fairplay, ne? Man darf ja auch nicht zu viel hier. Aber er gibt mir auch netterweise den Ball direkt wieder. Flanke. Da hat sich der Spieler freigelaufen. Kopfballtor! Da ist das 2:0 in der 65. Spielminute, meine Freunde. Hier sehen wir es nochmal. Schöne Flanke. Zarate war es, glaube ich, mit der Flanke. Und dann ist Long zur Stelle und macht das 2:0, meine Freunde. Da gewinnen wir scheinbar endlich das erste Match hier in der Saison 8. Der Gegner muss jetzt wechseln, scheinbar. Denkt sich, ah, Wechsel kann vielleicht nochmal frische Impulse setzen. Bringt auch einen offensiven Mann. Weiß jetzt noch nicht wen. Werden wir gleich sehen. Wenn wir dann drauf achten. Ja, da wollte ich nach vorne direkt. Embolo kommt rein. Embolo für Rondon. Da ist er auch direkt am Ball. Wird dann aber abgefangen. Kein Problem. Jetzt der gute Pass. Zarate. Ach, abseits. Komm, hör mir auf. Das hätte ich nochmal gerne sehen wollen. Ob das wirklich abseits war. Der Ball rutscht durch, aber kein Problem für Caballero. Den nimmt er locker auf. Ah, der war schlecht. Aber da habe ich den Ball erstmal wieder. Ah, der war wieder schlecht, der Pass. Oh Gott, da ist er durch. Aber noch soeben vom Pogonoli abgefangen. Nice. Ah, da setzt er gut nach direkt. Aber auch da bin ich wieder direkt zur Stelle. Das ist alles gut hier. Ah, der ist ein bisschen zu steil. Oh, der steht schon mit einem Fuß draußen. Da kann man schon mal reagieren, Schiedsrichter. Das ist eigentlich zu früh aufgenommen. Meiner Meinung nach, aber naja, ne? Vielleicht bin ich mit der Meinung hier exklusiv. Jetzt der gute Pass hier. Ah, da kommt er. Aber ich habe den Ball noch. Long mit der Flanke. Aber kein Problem. Oder Mwingi kann ihn da nicht wirklich unter Druck setzen. Ah, was mache ich da? Faye, da muss ich jetzt hinterher. Oder auch raus mit McCauley. Oder McCauley. Aber alles gut. Den Ball habe ich nochmal erobert. Jetzt der weite Ball. Long. Long gegen Ogbonna oder so. Verliert das Duell hier. Schuss aus der zweiten Reihe. Und was ein Schuss. Was ein Schuss, meine Damen und Herren. Die Nummer 10. Ich glaube, es war Zarate. Nummer 10 ist, glaube ich, Zarate. Ihr seht es, ich krieg den Ball. Denk mir so, okay, kannst du schießen? Schieß. Und dann passt er einfach perfekt über den Torwart. Ohne Chance. 3:0. Und es war Zarate, der Goalgetter mit der Nummer 10, der hier die Bude macht. Sehr, sehr nice. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch eins nachlegen vielleicht sogar. Dass wir dem Gegner zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Ah, schade, das wäre abseits gewesen. Aber setzt nochmal nach, aber trotzdem abseits. Okay, war meiner Meinung nach eine neue Spielsituation, aber naja,
Komm, mal machen da Abseitspfeifen, Schiri. Ah, dann rennt er weg. Das war nicht gut von ihm. Jetzt vielleicht? Nee, der kommt nicht an. Aber 3-0, damit kann ich leben, also. Das läuft auf jeden Fall. Auch wenn 4 oder 5-0 sogar schöner wäre, weil es einfach mehr Coins gibt. Jetzt hier an den zweiten Pfosten. Ah, schade. Da habe ich mir mehr auf vom Pinard, aber hat er leider die Erfüllung nicht, die Erfüllung nicht erfüllen können, wollte ich sagen. Die Hoffnung nicht erfüllen können, so rum. Westwood jetzt nochmal mit einer Ecke. Da brennt nichts mehr an jetzt hier. Wahrscheinlich gehen wir sogar ohne Gegentor raus, was ja auch immer wichtig ist. Oh, der ist verletzt, Range, sehe ich gerade, aber er kann sich gleich erholen. Nächstes Spiel spielen wir mit dem Bundesliga-Team. Ah, schade, da wollte ich vorbeigehen am ersten, dann den Pass in die Spitze und dann wäre es das gewesen, vermutlich. Jetzt vielleicht nochmal eine Chance für ihn, aber auch da konnte ich entschärfen und 3-0, gewinnen, alles easy. Gucken wir nochmal, was wir für Punkte gekriegt haben hier. 563, Spiel ohne Gegentor, 75 Punkte gibt es. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis dahin, haut rein, ciao!